Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Timberborn. Ja, in 2,3 Tagen ist eine Dürre, das ist schlecht. Wir sollten mal unsere Wasservorräte von Schleppern vielleicht priorisieren lassen. Wie sieht's aus? Die haben auch Wasser. Soweit erstmal alles in Ordnung. Da ist eine Menge Dynamit drin. Hier haben wir uns einen Weg durchgesprengt. Der Kollege hat sehr viel Hunger. Oh. Das ist schlecht. Wohnen, Baracke. Hier neben das TNT-Lager. Direkt neben das TNT-Lager? Warum nicht? Ich meine, was will da schon schief gehen? So, aber mit Hunger ist ja kein Problem, da kann er hier was essen, ne? Das kann er sich hier holen. Das Einzige, was jetzt sein Problem ist, ist... Er ist verletzt. Okay. Nasses Fell. Ja. Okay, also das müssen die in jedem Fall noch bauen. Biber. Arbeitsunfähig, arbeitslos, Leerstand. Ach, wir haben hier oben auch 14 Obdachlose. Das habe ich gar nicht gecheckt. Gut, dass ihr was geschrieben habt. Was machen wir denn mit denen? So Brücken. Ja gut, ich könnte mal so ein paar Brücken freischalten. Ne? Ein paar Punkte haben wir, ja. Wir könnten hier eine Brücke hinbauen. Und hier drüben dann nochmal Häuser hinbauen. Weil das irgendwie ganz cool wäre, oder? Wie viel können da drin wohnen? 10. Das reicht also gar nicht. Ja, wobei, wir können hier schon noch einen hinbauen. Und dann Wege. So. Das soll jetzt nicht das größte Problem sein. So, hier unten wird fleißig an dem Windrad gearbeitet. Wasserrad gearbeitet. Ist das alles hochgefahren auf 2,5? Okay, das passt. Hier können wir ein bisschen stauen. Bald kommt ja... So, jetzt läuft es ja über, aber... Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht, 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 schlecht. Das war jetzt ein großer Schwall, aber es müsste gleich wieder weggehen. Hoffe ich. Hallo? Ja, wollte gerade sagen. So, hier fließt noch gut Wasser. Hier kommt schon wieder eine Überschwemmung rein. Na, 1,5 ist ein Ticken zu hoch eingestellt, glaube ich, so insgesamt. Boah, die Sojabohnen sind aber auch wirklich empfindlich, ne? Warum kommt das so schwallmäßig da raus? Es sollte doch gleichmäßig überlaufen.
Tut's aber nicht. Das ist echt belastend. Aber gleich ist die Dürre da. Da müssen wir hier eh anders agieren. Okay, hier sind die neuen Häuser. Da wachsen auch, da wohnen auch schon die ersten drin. Sehr gut. Damit haben wir keine Obdachlosen mehr. Und hier ist das Haus auch fertig. Das ist schon mal sehr gut. Nahrungsmittelversorgung ist da. Ey, diese Überschwemmung, ne? Aber jetzt ist die Dürre. Deshalb mache ich jetzt nichts mehr rückgängig. Ich mache jetzt sogar auf Höhe 2. Und hier auch. So, es fließt jetzt langsam ins Void. Genau. Aber wir haben den gesamten See. Und hier hinten das auch noch zur Not. Also wir haben richtig, richtig, richtig viel Wasser jetzt. Und einige haben ja auch in die Kommentare geschrieben, du brauchst ja da gar keine Riesenbrücke. Und das ist richtig. Die Biber können natürlich auch rüber schwimmen. Aber ich wollte eine Riesenbrücke. Ja. So einfach ist es. So, 8 Tage Dürre. Aber im Moment sehe ich kein großes Problem dabei. Weil wir haben solch immense Mengen Wasser. Alleine durch den See hier. Ich würde sogar fast so weit gehen, dass wir den gar nicht mehr brauchen. Die Staustufe hier. Wir haben sie zwar jetzt erstmal noch, aber ich würde sogar so weit gehen und sagen, die brauchen wir nicht mehr. Weil wir immens viel Wasser durch den See haben. In 1,9 Tagen werden die sterben, das ist in Ordnung. Das war ja so einkalkuliert. Er hat sich ja auch nochmal ausgedehnt, der See. Das ist alles so weit, so gut. Hier sieht es auch gut aus. Mit unserem Gemüse. Der baut nichts mehr ab, weil... vermutlich voll ist. Ja. Okay, und der baut nichts, weil keine Arbeiter im Distrikt vorhanden sind. Okay, dann migrieren wir doch mal. Wie viele Wohnhäuser haben wir denn hier noch frei? Acht freie Betten haben wir noch. Okay, also können wir locker 4... Ja, erstmal 4 migrieren. So, dann ist der Fachkräftemangel direkt behoben. Und wir können wieder die guten Stahlträger herstellen. Sieht ein bisschen aus wie eingefärbtes Holz. Zur Forschung läuft. Zahlen-Jungler. 500 PS ist halt schon krass. Kriegen wir noch bessere Möglichkeiten, um Energie zu produzieren? Na gut, das große Wasserrad, ne? Ja, da schauen wir mal, wie viel das jetzt wirklich dann macht. So, die beiden können jetzt gern gebaut werden. Wir können hier auch so einen Wartungsweg noch hinbauen. Oh, da kommen sie alle. Bauen wir wahrscheinlich erstmal das hier. 70 Holz und 80 Bretter. Das sind ein großer Teil unserer Vorkommen. Ne? Wir haben 180 und 180. Aber gut, gönnt euch, gönnt euch. Wie viele Bretter haben wir? 180. Naja, also 80 Bretter, ne? Mal 2, 160 Bretter, ist fast alles, was wir haben. Gut, wir haben jetzt hier nochmal 10 drin, aber ist schon ordentlich. So, was sagt der Wasserspiegel? Der Wasserspiegel sagt, dass
erstaunlich, also dass der Wasserspiegel erstaunlicherweise gar nicht so wenig sinkt, aber ist noch in Ordnung. Und hier haben wir auch eine Wasserpumpe, die sehr tief pumpt. Deshalb sollte das auch kein Problem sein. Wie hoch ist der Wasserstand? 1,39 Meter. Und wir waren aber schon bei 1,74. Ja gut. Behalten wir es mal im Auge. 1,39. Gucken wir mal, was bei 3,3 Tagen dann der Fall ist. Ah, jetzt wird doch hier erst weitergebaut. Wahrscheinlich, weil es näher ist. Oder habe ich das als erstes gesetzt? Da habt ihr auch irgendwas geschrieben, aber keine Ahnung. Okay, hier sind die abgestorben. Sieht halt literally aus wie bei einem echten Stausee. Mit den abgestorbenen Bäumen. Mhm. 3,9 Tage. Noch ist hier das blühende Leben. Keinerlei Probleme mit der Wasserversorgung. Das ist natürlich schon ein Bauprojekt der anderen Kategorie, ne? Es ist vielleicht sinnvoll, noch eine Bauer... Wir haben noch hier... Ne, wir haben nur einen Arbeitslosen hier, ne? Ja, nevermind. Wir haben ja ein paar rübergeschickt. Dann ist es nicht sinnvoll, hier noch eine Bauarbeiterunterkunft zu machen. Wir haben eh schon 8 Bauarbeiter. Okay, fällt sehr langsam. Pro Tag, das ist gut. ...400 PS erzeugt der Motor. Wir haben im Gesamtnetzwerk 400 PS. Klar, weil die Wasserräder sich nicht drehen. Langsam wird's mal Zeit... ...ja genau, hier noch was anzubauen. Das war ja mein Plan. Was wollte ich denn da anbauen? Was wollte ich hier anbauen? Holz? Wir könnten Holz anbauen. Holz braucht man immer. Und wir können damit Motoren versorgen. Ach ja, und für die Zapferhütte brauchen wir auch Holz. Genau, Kiefern. Okay, dann... Kiefern. So, diesen natürlich gewachsenen Wald fällen wir mal. Weil ich möchte eine Kiefernplantage machen. Ja, und die gute alte Monokultur ist, was wir hier wollen. So. Dann brauchen wir eine Zapferhütte. Ist das alles schon zu weit weg? Nee, oder? Es geht schon noch. Zapferhütze, Hütte, ein Förster. Und Holzfäller. Wobei zwei ist vielleicht auch too much. Eine. Und dann nehmen wir die Hälfte der Kiefern und sagen, die dürfen abgeholzt werden. Vielleicht ein bisschen weniger. Und die andere Hälfte darf nicht abgeholzt werden. Und gelagert werden kann das Zeug dann auch direkt hier vor Ort. Ist vermutlich am sinnvollsten. Weil dann sind die Wege auch nicht so weit. Großer industrieller Speicher.
So, machen wir doppelstöckig. Und sagen dann entweder so oder... So. Aber beides Holz. Stämme. So, im Moment sind unsere Bauarbeiter beschäftigt. Wow, das erste Wasserrad ist fertig. Krass. Krass, krass, krass. Und was wir noch machen können, wir können die Kapazität der Batterien erhöhen. Die nehmen gerade gut leer. Und zwar, indem wir... Wo ist Le TNT? Hier TNT reinmachen. Ja, je tiefer wir das sprengen, desto höher ist die Kapazität am Ende natürlich. So, über Nacht füllt sich das. Und tagsüber leert sich wieder. So, wir warten, bis alle geplaced sind. Kommt er da überhaupt hin? Offenbar ja. Oder geht der eine hier nicht? Nee, doch, wir müssten die ja hier von der Ecke machen können, oder? Ist zu weit vom Distrikt entfernt. Was? Das ist doch bescheiden. So, die haben jetzt 14.000. Sprengen wir mal das da weg. So, das ist auch fast fertig. Oh, die Dürre ist vorbei. Das habe ich ganz übersehen. Ups. Feuer frei. 700. Wobei das jetzt vielleicht gerade ein bisschen arg ist. Vor allem, ich habe den ganzen See da jetzt gerade durchgelassen. So, und hier schützen uns gerade die Schleusen so ein bisschen. Vor der Überflutung. Aber ich muss die Flut durchlassen. So, das lässt jetzt gerade so viel Energie frei, dass die Batterien auch nicht laden. Oder auch nicht. Das gar nicht scheinbar. So, jetzt muss erst der Pegelstand sich wieder erhöhen. Ich glaube, auf 1,5 können wir den einfach permanent lassen, ne? Wir kümmern uns. Ja, wobei. Ja, der Dürre auf 2 ist schon nicht ganz unsinnig. Gehen wir auf 1. So, das trocknet gleich wieder. Wir müssen jetzt mal warten, bis das eingespielt ist hier. Die Überflutung ist weg. Die hier sind bei 70, 80, 90 PS. Es wird nicht dauerhaft bei über 1000 PS Systemleistung bleiben.
denke ich mal. Aber es wird Zeit, das an unser Hauptsystem anzuschließen. Und dafür müssen wir hier Energieleitungen bauen. Der gute alte Netzausbau. Ich kann ja schon mal alles planen. Bringt ja eh erst was, wenn alles fertig ist. Einen frei, damit man noch in die Ecke zum Bauen kommt. Ja. Wird eine dicke Leitung. Am einfachsten wäre es, wenn ich hier vielleicht doch so diagonal gehe. Da muss ich so weit drauf und runter. Ja, zumindest könnte ich hier nochmal einmal rauf. Könnten wir uns durchsprengen. Aber das so sinnvoll ist. Am Ende kommen nur 300 PS rum, wie es aussieht. Das ist sad, aber besser als nichts. Ist der ganze Aufwand wahrscheinlich nicht wert, aber. Durchsprengen? Ich mag Sprengen eigentlich. Aber nee, komm. Das ist an der Stelle, glaube ich, verschwendet, das Sprengstoff. Ja. Hier hätte ich jetzt gesagt, bauen wir mal so einen Wartungsweg entlang. Also auch wenn es noch zu früh theoretisch dafür ist. Höchste Baupriorität.
weil im Moment, ja genau, hier die ganze Energie sonst flöten geht. Okay, ist schon wieder gebaut, passt. Sprengstoff. Schau gerade, wie ich das am sinnvollsten da bis nach unten durchbringe. Wenn ich jetzt hier einen Pfad baue und hier einen, dann kommen die ja theoretisch dahin, oder? An die eine Stelle, wo gesprengt werden soll. Sollten nur aufpassen, dass sie nicht zerquetscht werden. Ich habe gehört, das soll nicht so gesund sein. Ah ja, da scheinen sie was zu tun. Da scheinen sich was zu tun. Okay, das Ding ist komplett voll, das ist sehr gut. Naja, der hat direkt weniger, also deutlich weniger Kapazität. Jetzt nicht mehr. So, aber jetzt würde ich nochmal hergehen und sagen, pass auf. Wenn wir jetzt eh schon so tief unten sind, dann können wir nochmal eine Reihe durchziehen. Oder? Es wäre nur schlecht, wenn ich jetzt springe, während da noch ein Biber unten ist. Aber ist keiner mehr da. Okay, jetzt haben wir 16.000. Jetzt reicht's, glaube ich, auch. Jetzt reicht's, glaube ich, auch. Also hier wird gut gearbeitet. Stahl ist da. Wie sieht's hier aus? Zapferhütte ist da. Förster ist da. Die beiden Sachen sind gebaut. Hier wird ordentlich abgeholzt und hier eingelagert. Das ist schon mal gut. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, Ressourcen für Abriss markieren. Ich möchte hier dauerhaft das nicht mehr haben. So, hier vorne so ein bisschen was von den Bärenfeldern lasse ich noch stehen, aber eigentlich brauchen wir das auch nicht mehr. Der pflanzt an. Abrissgebiet ist ja nur die Hälfte. Das heißt, die hier sind dann alle für den Sirup da. Oh, da brauche ich wahrscheinlich auch ein Lager für. Rapsöl, Wasser, Kaffee. Okay, das Harz scheint dann doch in einem anderen Lager eingelagert zu werden. Schauen wir mal, Speicher. Großes Lagerhaus. Oh, das ist wirklich groß. Aber es kann auch nur eine Ressource, ne? Ne, das ist dann, glaube ich, nicht so sinnvoll, oder? Ne. Dann nehme ich lieber das mittlere. Und stelle zwei übereinander. Das können wir hier easy machen. Das untere bekommt dann Kiefernharz. Das obere Lager bekommt dann, gute Frage, weiß ich noch nicht.
Das abreißen. Ja, das obere bleibt erstmal, wie es ist. Kohlrabi. Haben wir eigentlich viel zu viel. Aber lieber zu viel essen als zu wenig. Sprengstoff haben wir eine Menge. Könnte man natürlich hier rüber gehen, aber ich glaube, auf das eine kommt es dann auch nicht mehr an. Keine Ahnung, ob die jetzt auch effektiv wirklich so weit bauen. Aber das hier muss auf jeden Fall von denen gemacht werden. Oh, die scheinen tatsächlich zu arbeiten. Krass. Sehr gut, Biber. Ihr seid gute Biber. Wie viel Energie? Ja doch, 700 PS zusätzlich. Da möchte ich mich jetzt mal nicht so ganz beschweren. Ich schalte das mal frei. Aber oh, die Brücken, weiß ich nicht. Wir könnten mal ein Freibad freischalten. Über so ein Freibad freut man sich doch immer, oder? Frage ist noch, wo bauen wir das hin? Ja, wirklich Platz für ein Freibad habe ich nicht. Alles voller Felder, ne? Wenn überhaupt noch da, aber da müssen wir einen aufschütten. Es sei denn... Na, ich glaube... Das könnte man verkraften. Ich glaube, das könnte man verkraften. Der hier muss als erstes weg. Ganz einfach, weil da noch gesprengt werden muss. Und zwar die Ecke hier muss weg. Außerdem müssen wir auch noch Wasser irgendwie hier weiterleiten. Wie machen wir das denn? Dass wir denen auch mal eine Wasserversorgung kredenzen. Sprengstoff muss ich wahrscheinlich importieren. Import durch unzureichenden Speicher und fehlenden Bedarf blockiert. Oh. Naja, Bedarf wäre schon da. Kleines Lagerhäuschen. Hier für Sprengstoff. Löst das das Problem? Keine Ahnung. Werden wir gleich sehen. Ah ja, wird automatisch importiert.
Okay, cool. So, der läuft jetzt hier hin. Hat es dahin geschwommen. Kann es noch jemand scharf machen? Ich meine, es steht da schon. Ah ja, Sprengstoffe. Ich habe gerade Sprengköpfe gelesen, dachte mir, hä? Falsches Spiel. Falsche Spielart. Ist alles friedlich. Sag mal. Kann das mal jemand hier bauen? Oh, die ersten Kiefern sind am Start. Oh, da kann ich hier hinten nicht zapfen, oder wie? Na, gucken wir mal. Muss ich hier noch sagen, er darf da zapfen oder zapft er einfach? Kiefernharz. Ne, Kiefernharz muss ich nicht extra markieren, oder? Ach nee, das Kiefer ist zwar fertig, aber das Kiefernharz ist noch nicht fertig. Alles gut. So, jetzt könnte man meinen, Freibad in fließendem Gewässer ist nicht so optimal, aber wir haben ja hier einen schönen Zaun drumherum. Damit man nicht aus Versehen wegschwimmt. Daher sollte das schon okay sein. Gar nicht mal so billig. Könnte ich jetzt Plantage erweitern? Zumindest hätte ich jetzt erstmal die Option, die Plantage zu erweitern. Gut, die Holzwerkstatt ist auch sehr wichtig. Hier ist Industriegebiet erweitert. Das Ding da muss weg. Doch, das Ding muss weg. Altmetall. Noch haben wir genug Metall. Also noch ist nicht schlimm, dass wir die Mine nicht anschließen können, aber irgendwann, ne? Könnte es problematisch werden. Wenn wir jetzt sagen, nee, Holz. Holzwerkstatt. Machen wir genau dahin und die das Sägewerk machen wir dahin. So, aber komplett Deprio, damit die dahinter laufen können. Denn was jetzt noch wichtig ist, müssen das hier anschließen. Die beiden Sachen müssen dringend vorher gebaut werden. Deshalb höchste Baupriorität die beiden Sachen. Solange die noch durch das Gebäude durchlaufen können. So, aber da kann wahrscheinlich jetzt wieder keiner hin, ne? Ich reiße mal das Teil ab, weil letzten Endes ja sowieso hier ein anderes hin muss. Ui, und die haben schon ordentlich vorgelegt. Not bad. Ah ja, das ist alles auch fertig gebaut jetzt. Sehr schön. Ach, die Dürre hat schon angefangen.
Gut, jetzt noch die Schleusen zu ändern, lohnt sich auch nicht mehr. Mal gucken, wie gut wir durchkommen, wenn wir die Schleusen genauso lassen, wie wir sie jetzt haben. 8 Tage Dürre. Ob das jetzt ein großes Problem wird oder nicht, das verrät uns gleich das Licht. ...16.000 PS-Stunden passen hier jeweils rein. Ja, und was wir auch brauchen, ich glaube, das können wir dann vielleicht auch hier oben hin machen. Na, vielleicht soll ich hier eine Treppe hochbauen. Und dann die Ressourcen hier preisen lassen. Wir können hier ein paar Motoren vielleicht noch hinbauen, die dann hier auch nochmal einspeisen. Wenn wir hier schon das Industriegebiet erweitern. Ja, ist alles noch im Rahmen, würde ich sagen, von der Entfernung. Hat er hier auch funktioniert und das ist viel zu weit weg. Ah ja, chillig. Anstatt dass sie die Treppe hier fertig bauen, laufen die lieber hier hoch und bauen das hier fertig. Ja, macht wie ihr meint. Macht wie ihr meint. Und dann kann ich hier auch direkt schon das linke Stück einbauen. Und damit kann ich auch sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sind schon bei 42 Minuten, daher lassen wir es für heute mal dabei. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann und tschüss.